Am 2. Juli gibt es im Sparkassenpark hier in Mönchengladbach eine riesengroße Party, und zwar die Sommerparty Mönchengladbach Olé. Verschiedene Schlagerstars sorgen dann den ganzen Tag über für Stimmung, und einer von denen, die dafür Stimmung sorgen, ist heute bei mir. Herzlich willkommen, Julian David. Hallo. Schön, dass du da bist heute. Mönchengladbach Olé, riesengroße Party am 2. Juli. Worauf freust du dich am meisten? Auf die besten Fans der Welt, denn also NRW weiß natürlich, wie man feiert. Ich war ja als Kind hier mit meiner Tante immer auf dem Bökelberg schon im Stadion. Okay. Und da war schon immer mega Stimmung. Ich glaube, das schaffen wir auch hier bei Mönchengladbach Olé. Bist du Borussia-Fan auch, oder? Man darf es nicht sagen, welches Fußballfan man ist. Ne, ich wohne ja in München. Und nee, dann bist du jetzt Bayern-Fan bist. Habe ich nicht gesagt. Gerne. Auf deiner Homepage steht ja, du sagst, du machst den modernsten Schlager aller Zeiten und eine ganz neue Art des Schlagers. Das muss man ein bisschen erklären. Ja, es ist ein bisschen David Guetta meets Schlager. Es sind sehr viele Elektrobeats dabei, was es so im Schlager noch nicht gab. Und es ist sehr entertaining. Ich habe Tänzer dabei. Mein künstlerischer Leiter ist der, der auch für Helene Fischer die Shows macht. Das heißt, es sieht sehr entertaining auch aus. Und, aber wie man es nennen mag am Schluss, es ist Schlager. Es soll gute Laune machen. Es macht gute Laune. Mir macht es auch Freude. Und die Menschen haben Spaß dran. Und am Schluss ist es doch alles Musik, egal wie man es nennt. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal rein. Du hast uns Videos mitgebracht. Mhm. Das erste darfst du jetzt selber in diese Kamera anmoderieren. Das allererste, das ist eine Liebesbotschaft an alle Fans, an die Mama, an die beste Freundin, an den besten Freund. Jeden, der ihr mal sagen wollt, du bist Hollywood für mich. Julian David mit Hollywood. Als ich das erste Mal gesehen habe, dieses Video, das ich gehört habe, habe ich mich gefragt, kann man das noch als Schlager bezeichnen? Kann man, definitiv. Schlager ist so modern geworden. Da müssen wir einer Helene Fischer sehr dankbar sein, die natürlich den Schlager für eine breite Masse geöffnet hat. Und du darfst mehr wagen als früher. Natürlich war früher die Klassiker von Roland Kaiser, von Howard Carpendale, die sind nach wie vor toll. Also ich war gerade bei Roland Kaiser auf dem Konzert. Mega Stimmung und jeder kann mitsingen. Aber der Sound hat sich einfach ein bisschen gewandelt. Wir sind ja auch moderner geworden. Auch der Schlager ist moderner geworden. Ne? Und das darf es schon sein. Ja. Du bist auf vielen Bühnen seitdem unterwegs. Mhm. Hast du Rituale, bevor du auf die Bühne gehst? Ja, ich mache Liegestütze. Ach echt? Wie viele? Richtig. 300? Oder? Ja, mindestens. 498. Nein, keine Ahnung wie viel, aber es ist einfach für mich so, um den Körper darauf vorzubereiten, jetzt geht's auf die Bühne und dann meine Crew natürlich. Wie machst du, wie viele Geschützen? Ja, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich noch habe, also wie spät ich quasi tatsächlich an die Bühne rankomme. Aber im Zweifelsfall so 20 bis 30 sind es immer. Du hast uns noch ein Video mitgebracht. Ja. Und wir sind ganz gespannt, und auch das darfst du natürlich selber anmoderieren. Sehr gerne. Das ist meine allererste Single am Ende des Tages. Da gab es einen großen Skandal mit einer großen deutschen Tageszeitung schon, weil zu viele Nacktszenen. Wir mussten was rausschneiden, und jetzt bin ich ganz gespannt, wenn ihr da reinschaut, kommentiert doch mal auf Facebook oder schreibt uns Nachrichten, ob ihr es denn auch so anzüglich findet. Also viel Spaß mit am Ende des Tages.
Julian David mit Am Ende des Tages. Das heißt, die Nacktszenen, also die ganz heftigen Nacktszenen sind jetzt schon draußen, ja? Das ist ganz heftige Nacktszenen. Also es war ja jetzt kein irgendwie Nacktdreh an sich, aber wir lagen ja übereinander und da verrutschte mal das eine oder andere und dann musste man auch ein bisschen was rausschneiden. Was ich ganz interessant finde, du hast auf deiner Internetseite eine Art Blog. Du machst Interviews, mach Menschen Mut. Mhm. Was hat es damit auf sich? Wie kam das? Also es ist ja... Na, wie du schon gesagt hast, ich darf natürlich momentan einen Traum leben. Der kleine Junge, der seinen Traum lebt, aber es gibt eben genauso viele Schattenseiten auch im Leben. Und man sieht natürlich immer nur das Vorne. Ne? Und ich unterhalte mich gerne auch mit prominenten Kollegen von mir, die auch schon alle eine Schattenseite erlebt haben. Und ich finde es ganz wichtig, einfach auch als Fan, kann man da was draus ziehen, wenn du einfach siehst, dem geht's nicht immer nur gut, sondern er hat auch vielleicht mal was Schlimmes erlebt. Aber, und das ist natürlich das Wichtigste daran, was hat man Positives draus gezogen? Also was hat man draus gelernt? Was hat sich vielleicht dann aus dieser schweren Situation auch ergeben? Also man muss immer die Sache positiv sehen. Und das ist mir ganz wichtig im Leben. Und das möchte ich eben vermitteln. Und deswegen gibt's den Sieh's Positiv-Blog. Das Gute ist ja, dass die Menschen in Mönchengladbach deiner Musik jetzt lauschen und sie erleben können. Und zwar am 2. Juli bei der großen Party Mönchengladbach Ole im Sparkassenpark. Und du hast uns auch CDs mitgebracht. Das ist dein aktuelles Album, Süchtig nach dir. Richtig. Auch das gibt's zu gewinnen. Aber all diese wunderbaren Preise gibt's natürlich nicht einfach so, sondern wie immer gibt es eine Frage, die beantwortet werden muss. Und die stellt der Julian. Die stelle ich jetzt. Ich würde doch sagen, wir haben über mein Ritual vor einem Auftritt gesprochen. Was genau mache ich denn da? Wer die Antwort weiß, der schickt einfach eine... Ja, ja, ne? Also mal auch Sport, aber das ist jetzt gleich das Thema. Sondern wer die Antwort weiß, schickt einfach eine E-Mail an quiz@city-vision.de und mit etwas Glück gewinnt ihr entweder 2x2 Tickets. Oder? Also eins von diesen 2x2 Tickets, na, ihr wisst Bescheid, oder eben eine der beiden CDs, sagt am besten, was ihr haben möchtet. Ja, Julian David. Ja. Julian David, das hört sich mal auch so komisch an, ne? Das ist aber nicht ein Bindestrich, das ist ja Julian und David. Julian, ne? Und David, ja. Julian und David, sehr schön, dass du da warst heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der großen Party hier. Ne? Mönchengladbach ist einfach auch eine Traumstadt, das wirst du merken an diesem Tag. Ich habe jetzt schon Hinweg gemerkt. Also netter Taxifahrer, nette Menschen hier. Was guck denn, an, guck an. Gladbach Rules. Genau, ja? Und dann fand ich super, dass du da warst und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Genau. Danke dir. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal im Backstage Talk. Tschüss.